Nächtlicher Großeinsatz für das Team Delta. Den Rettungsdienst und die Polizei unter der Leitung von Dennis Mann erreicht der dramatische Hilferuf eines kleinen Mädchens. Seine Oma befindet sich offenbar in großer Gefahr. Doch dann brach der Notruf ab. Hi. Habt ihr eine Info über die Melderin irgendwie? War nur eine hilflose Person gemeldet. Aber von einem kleinen Mädel oder sowas, ne? Ja, das weiß ich noch nicht mal. Okay, weil bei uns war Leitstelle, hat nur gesagt, kleines Mädchen hat angerufen. Okay. Bei so einer Meldung, wo nicht viele Informationen vorliegen und vor allem, wenn Kinder Meldungen machen, müssen wir leider mit allem rechnen. Wir können Gewaltdelikte nicht ausschließen, deshalb werden in so einem Fall nicht nur Rettungskräfte geschickt, sondern auch wir als Polizei, um gegebenenfalls Gefahren zu beseitigen. Hallo, Polizei? So, hier ist das. Hallo? Das ist doch die Melderin. Warte, dann macht ihr mal das Fenster auf. Da? Ja. Hallo? Hi. Du hast uns angerufen? Ja. Wer bist du denn? Komm doch mal raus, bitte. Kannst du uns mal die Tür aufmachen? Nein, ich hab Angst. Du hast Angst? Mach. Hallo? Jetzt. Auf Streife. Die Spezialisten. Hallo? Bist du denn alleine zu Hause? Mach doch mal die Tür auf! In dem Alter allein zu Hause, da hätte ich vielleicht auch Angst. Wir hatten ja immer noch hier im Hinterkopf, dass die Oma hier vermutlich verletzt ist oder dass irgendwas mit der Oma passiert ist und wissen auch immer noch nicht, was ist. Deshalb haben wir hier vor Ort entschieden, dass wir einfach versuchen, uns Zugang zum Haus zu schaffen, um gegebenenfalls da einen Überblick zu kriegen oder irgendwo eingreifen zu können. Auf der Suche nach weiteren Türen, die dem Rettungsteam Zugang zum Haus ermöglichen, entdeckt Polizeioberkommissar Dennis Mann einen Hintereingang. Hier ist zu. Na ja, okay. Die Zeit drängt. Niemand weiß, wie schwer die Großmutter des verängstigten Mädchens verletzt ist. Sollte das Team jetzt keine geöffnete Tür finden, muss Dennis Mann sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Hier ist schon mal offen. Ah, sehr gut. Hallo? Hier ist auch offen, wir kommen mal rein. Ah. Hallo, Polizei! Aha. Hallo? War das schon mal Licht an? Aha. Guten Abend. Okay. Wer sind Sie denn? Ich wohne hier, das ist mein Haus. Wir wurden von einem jungen Mädel angerufen. Nachdem wir das Haus betreten haben, stand eine junge Frau vor uns, die sehr verwundert war über unser Erscheinen. Sie hat sich ausgegeben als die Mutter der Melderin. Und hat gesagt quasi, dass die Amelie im Haus sein müsste und eigentlich mit der Oma. Hat aber selber von dem ganzen Geschehen nichts mitbekommen, da sie gerade erst zur Tür reingekommen ist. Amelie! Amelie! Okay. Was ist jetzt los? Oder machen Sie denn das Licht aus? Oder? Sie haben das nicht ausgemacht. Das ist ein altes Haus. Amelie! Warum sind Sie denn sicher? Ja. Warum Sie denn den Sicherungspass? Der ist hier. Ah, uriges Haus hier. Komm, ich muss jetzt mal. Da ist tatsächlich was raus. Amelie, wo bist du? Mäuschen! Sicherung kriege ich nicht rein hier. Wir sind zwar keine Elektriker, aber haben trotzdem versucht, erstmal hier am Sicherungskasten die Sicherung wieder reinzubekommen. Das hat nicht funktioniert. Aus meiner Laienerfahrung gehe ich einfach davon aus, dass hier irgendwo ein Fehler in der Stromleitung sein muss. Du hast Angst? Wieso denn? Was ist denn los? Mäuschen, mach bitte auf! Was ist denn los? Nein! Die Polizei ist hier! Hier kann dir nichts passieren, wir passen auf! Mausi, mach bitte die Tür auf! Hier sind auch dunkel. Ich guck mal. Auch dunkel, oder? Alles rausgeflogen jetzt. Hauptsicherung oder was? Hi! Du warst doch gerade am Fenster, oder? Gruselgeschichten erzählt und mir ist was zugestoßen, aber ich weiß nicht was. Die Oma hat dir Gruselgeschichten erzählt und ihr ist was zugestoßen. In der Geschichte, oder wirklich? Wirklich. Okay. Wo ist denn die Oma? Weiß ich nicht. Wohnt die hier, die Dame? Ja, die wohnt hier seit kurzem. Wie heißt denn die? Graf. Ich habe gesehen, ist dir hier eine Flasche kaputt gegangen? Kann das sein? Weil hier liegt überall Glas auf dem Boden.
Und ich glaube, du hast die Steckdose erwischt. Kann das sein, dass deshalb vielleicht das Licht nicht angeht? Pass auf, ich zieh mal den Stecker. Kann mal gerade einer am Schalter gehen? Also du musst keine Angst haben. Also ich mache auch ständig was kaputt. Ne? Das ist nicht so schlimm. Also Strom ist raus. Versuch noch mal. Ja. Versuch's noch mal, ja. Das ist nicht schlimm. Ah, ja, da haben wir wieder Strom. Geht, okay, gut. Dann haben wir wenigstens wieder Licht. Wir würden mal nach der Oma gucken. Sie bleiben mal bei ihrer Tochter. Wir schauen uns einfach mal an, ob wir was finden. Der Altbau ist extrem weitläufig und verwinkelt. Unter Hochdruck macht sich das Team auf die Suche nach der möglicherweise schwer verletzten Seniorin. Hallo? Frau Graf? Für das Team gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat das Kind Wirklichkeit und Fiktion verwechselt oder die Oma ist so schwer verletzt, dass sie nicht auf sich aufmerksam machen kann. Frau Graf, verstehe ich das nicht. Also, jetzt gehen wir von unten nach oben, wir fangen unten an. Hallo. Ja. Hier ist keiner, definitiv nicht. Die Toilette mal noch schauen. Unten läuft irgendwie Wäsche. Okay. Hallo, Frau Graf. Als Dennis Mann der Spur aus Wäschestücken folgt, macht der erfahrene Polizeioberkommissar eine alarmierende Entdeckung. Hier, kommt mal runter. Ich hab sie gefunden. Wir haben hier. Ja. Frau Graf? Jetzt soll ich mal auf einmal vorbei. Ja, ja, klar. Geh mal, ich guck mal über. Soll ich vorgehen? Geh mal vor, ja, ja. Ich hab einen Rucksack bei dir. Alter Schwede. Ja. Ja, gut, wenn da mal der Strom ausfällt, ne? Dann kann das schon mal. Oh. Ach, er geht. Hallo. Oh, hallo. Was ist passiert? Vorbei. Da war jemand hinter mir. Da sind bestimmt so Einbrecher im Haus. Alle. Einbrecher im Haus? Ja, ich habe die Geräusche hinter mir gehört. Und da bin ich direkt die Treppe runtergefallen. Ja. Können Sie sich denn an den Sturz erinnern? Ja, ich bin die Treppe runtergefallen. Wir haben natürlich den Keller hier durchsucht, ob irgendwie eine Fremdeinwirkung oder andere Personen im Keller ihr Unwesen treiben. Außer einer Waschmaschine konnten wir nichts feststellen. Und die Geräusche der Waschmaschine sollten eigentlich bekannt sein, wenn man wirklich in dem Haus lebt. Ich wollte mit der Wäsche runter. Und dann habe ich die Geräusche gehört. Und dann bin ich auch schon runtergefallen. Okay, was denn für Geräusche? Das weiß ich jetzt nicht. Wissen Sie nicht? Nein, das weiß ich jetzt nicht. Irgendwas. Mach ich mal einfach rum. Ja. Nur der Kopf? Zeigen Sie mal her. Wo haben Sie das denn? Weiß ich. Ach, hier ist er. Auf Platz wunderbar. Ja. Haben wir. Schauen Sie mir mal in die Augen. Einmal die Augen groß machen. Mike Steinmann will herausfinden, ob die Pupillen der Patientin unterschiedlich groß sind. Ist das der Fall, könnte die Frau eine Hirnblutung oder einen Schlaganfall erlitten haben. Ist sie schlecht schwindelig? Nein, ist nicht schlecht. Ja. Ist nicht schwindelig. Aber hören Sie mal, die Geräusche, die sind wieder da. Was denn für Geräusche? Ganz ruhig, ganz ruhig. Also wir haben hier unten nachgeschaut, hier unten ist niemand. Okay. Also hier ist auf jeden Fall, wir haben uns gerade alles durchsucht. Hören Sie das, dich? Mhm. Ich höre die Waschmaschine, höre ich, aber das... So. Das ist die Waschmaschine, die Sie da hören? Nein. Die Frau Graf hat uns gegenüber jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre sie dement. Oder sie war eigentlich relativ fit. Was für uns aber keinen Sinn ergeben hat, dass sie hier von Geräuschen gesprochen hat oder irgendwas, was sie wahrgenommen hat. Ob das im Zusammenhang mit dem Sturz steht, müssen uns die Rettungskräfte natürlich sagen. Aber das Ganze hat für uns irgendwie keinen Sinn ergeben, dass sie einen verwirrten Eindruck gemacht hat, aber eigentlich wirklich topfit ist. Was nehmen Sie denn für Medikamente ein? Gar nichts. Gar nichts? Nein, ich habe nur ein bisschen was, weil ich ein bisschen Ohrenschmerzen hatte und Kopfschmerzen. Da habe ich dann nur ein Schmerzmittel genommen. Ich bin doch nicht blöd, ich höre doch was. Nein, das sagt ja auch keiner. Mutti, das sagst du seit Tagen. Ja, weil das ja auch seit Tagen so ist. Ja, aber wo soll das denn herkommen? Das weiß ich doch nicht. Passen Sie schön auf, wir sind schon. Aber haltet mich doch nicht alle für blöd. Nee, das hat ja keiner gesagt. Den Rettungskräften ist völlig unklar, welche Geräusche die 64-Jährige angeblich dauerhaft im Haus hört. Im Erdgeschoss fällt Sanitäter Mike Steinmann dann ein entscheidendes Detail ins Auge. Was ist denn, hier mit dem Ohr hier? Warum ist das denn so? Komm, warte mal, ich hab doch. Das weiß ich auch nicht. Ich hatte Ihnen doch gesagt. Also Ohrenschmerzen. Ich hab mal die Ohrenschmerzen. Aber ich habe ja eine Tablette genommen. Dann reicht das ja, ne? Man muss ja nicht. Ja, aber das scheint ja hier. Das scheint ja ein bisschen alter zu sein, ne? Noch unten im Keller sagt uns ja die Frau, dass sie ja Schmerzmedikamente genommen hat aufgrund einer vermutlichen Mittelohrentzündung.
Auch oben angekommen sahen wir im Ohr, dass halt eitrige Flüssigkeit auch aus dem Ohr lief. Was für uns erstmal darauf schließen lassen könnte, in Kombination mit dem Sturz, dass wohl auch mit das Trommelfell gerissen ist. Das Geräusch, beziehungsweise die Geräusche, die Sie gehört haben, ja, war es immer nur einseitig zufällig? Ja, nur hier immer auf dieser Seite. Hier, da war das immer. Mhm. Das hat das mit der Entzündung zu tun. Ja, da hören Sie ja einfach schlecht drauf dann auf dem Ohr. Ja. Ja. Und dieses Pochen, Rauschen, ja, was Sie dort dann vernommen haben, vielleicht dieses Knistern, ja, das Ohr eitert langsam zu, ja. Ja, das drückt dann nochmal schön aufs Trommelfell, ja, und dann haben Sie da vielleicht irgendwelche Geräusche, die Sie vielleicht nicht zuordnen können. Das passt auch mit diesem einseitig. Ne? Und was? Jetzt hören Sie es komischerweise nicht mehr, weil läuft der Eiter aus dem Ohr, hat es dann natürlich geöffnet. Ne? Also die Patientin Frau Graf wird jetzt erstmal primär dem Chirurgen vorgestellt im Krankenhaus aufgrund der Kopfplatzwunde. Dort wird nochmal ein Bodycheck letztendlich nochmal durchgeführt, eventuell noch Röntgenaufnahmen des Unterarmens, den sie als Beschwerde mit angegeben hatte. Und des Weiteren sekundär wird wahrscheinlich nochmal ein HNO mit konsultiert werden. Im Krankenhaus wurde ein leichtes Schädelhirntrauma und eine Mittelohrentzündung mit leichtem Riss im Trommelfell diagnostiziert. Nach einer Behandlung mit Antibiotika hat sich die Entzündung zurückgebildet. Die 64-jährige Großmutter wird aber keine bleibenden Hörschäden davontragen.